Hallo zusammen, herzlich willkommen, Wölfe! Wo kommt ihr denn her? Aua, aua, es schmerzt. Warte mal, kurz, tapp, ah! Das Gewehr kann man nicht mal vernünftig Hallo sagen hier. Warum kann ich nicht ich kann gerade nicht auf das Gewehr greifen. Warum kann ich mein Gewehr nicht greifen? Ich hab gerade keine Munition mehr, ist ungünstig. Ungünstig. Wo ist mein... Warte mal. Hab ich mein Gewehr weggeräumt? Auf 4. Die Munition ist... Ich hab auch nicht mehr viel Leben. Nee, ich hab mein Gewehr nicht mehr. So. Wo bist du? Ich hab keine Munition mehr. So, Schluss jetzt. Mal eben Boah, ich backe hier immer öfter durch die Blöcke, ne? Wenn ich die Rampe hoch will. Mhm. Kennst du das? Ja, das kenn ich. So, ich repariere mal kurz unsere Basis. Wir haben hier Löcher. Schau dir aus. Das ist aber doof. Ich war schon auf der Rampe. Warum, Warte mal kurz. Ich baue mal an der Rampe irgendwas an. Weil das geht ja auf keine Kuhhaut. Wir sterben uns ja hier. Also ich versuche jetzt gerade das 8. Mal hochzuspringen. Und der Springfeld... Ich bin schon 1 Meter in der Rampe drin. Warte. Und der baut da einfach nochmal einen weiteren Würfel oben drauf, oder? Ja, ich muss irgendwas anbauen. Aber das Problem ist, das mag er nicht. Weil da der andere Block schon, gegenläufig dann bau ist. Den oben ab, den bau den Block oben ab und ja, mach gerade oder so, das weiß nicht. Ja, da kommen jetzt bin ich drin. Ich hole mir erstmal Munition, du. So, ja, herzlich willkommen zurück zu Imperium. Hallöchen. Moment, hast du alle Munition rausgenommen? Nein. Aus der. Ach nee, doch nicht. Ich nehme jetzt erstmal die Hälfte, 100. Confirm. Alles klar. So. Ja, nun, die Hälfte war es ja irgendwie auch nicht. Ach, ich bin voll. Das ist das Problem. Well, sollst nicht trinken bei der Arbeit. Okay. Na gut. So geht's schon. Pass auf, wir das Raumschiff brauchen wir ja auch nicht mehr lange. Brauchst da gar nichts anzubauen, glaube ich. Das wird schon gehen, du. So, Stahlplatten kommen erstmal weg. So, wir wollten Solarzellen, ne? Ja, ich habe schon tatsächlich 2 montiert. Hab so eine Art kleinen Träger gebaut und da baue ich gerade so die Dinger drauf. Damit wir unsere erste Batterie auch anständig füllen können. Dann brauchen wir Stahlrohr groß. Haben wir gar nicht, Herstellungskomponenten. Die sind alle im Schiff, ne? Stahlrohr, Herstellungskomponenten. Ja, wir haben schon ein bisschen was, glaube ich, draußen. Ja, aber auch nur, wollen wir nämlich 100, ach komm, wir mal 10 davon, Herstellungskomponenten. Oh Mann. Was brauche ich denn noch? Warte mal kurz, ich muss mal ein Baugerüst bauen, weil ansonsten komme ich hier nicht mehr hoch. 2 Computer, ein paar Stahlplatten. So, jetzt. F10. Dann wir mal wunderschön. Jetzt weiß ich wieder, wie das war, wenn man kein Hydrogen hatte. 4 Computer. Aber das mit dem Stahlrohr fehlt mir. Mir fehlt Stahlrohr. Echt? Ordinäre Stahlrohr fehlt mir. Haben wir unten nicht. Echt nicht? Wieso? Nee. Oder? Wie sieht Stahlrohr aus? So. Große Rohre. Stahlrohr groß. Ne, große Stahlrohr brauchen wir, glaube ich, nicht, ne? Doch, hier sind 75 drin, weil... Große Stahlrohr oder sieht das noch anders aus? Es gibt auch kleine Stahlrohre. Ne, es gibt kleine Stahlrohre, gibt's auch noch. Das ist was anderes. Ich find's gerade ein bisschen umständlich, dass ich immer G drücken muss, um dann zu gucken, doch, Stahlrohr groß. Okay, pass auf, dann schweiß ich die mal an. Solarzellen brauche ich. Haben wir unten noch welche gehabt? Ich schweiß an. Ich wollte die eigentlich auch gebaut haben irgendwo, sagten wir ja eben auch, aber da warst du schon wieder schneller. Ah, so, super. Da ist sie. Jetzt gucken wir mal schnell. Ich geh mal runter. Und wie komme ich jetzt zu der anderen? Wunderschön. Was? Also, wir produzieren gerade mit der ersten Solaranlage 45 Kilowatt und füllen damit auch unsere Energie in unserer Battery auf und verbrauchen tun wir den derzeit 2. Ja, wir haben noch nichts am Laufen. Ich komme dummerweise nicht zu der anderen Solarzelle hoch. Ja, warte, dann baue ich dir was. Ich kann... Mensch. Warte mal. Ich habe noch sieben. Warte mal, Sekunde. X. Ja, da kommst du dann nie mehr wieder rüber. Ach doch, runter komme ich. Wir können unser Hydrogen, was wir brauchen für unseren Jetpack, können wir gerade nicht mehr rausnehmen, weil das liegt in diesem Sauerstoffgenerator und der hat anscheinend nur Zugang, wenn er Strom hat. Das ist das Problem. Hätte man ahnen können. Ja. Konnte ich nicht. Habe ich jetzt überhaupt gesagt? Hallo, herzlich willkommen zurück zu Space Engineers mit dem Zwergtube. Hallo. 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 Sind Sie es, junge Dame? So, jetzt bauen wir doch mal so. Schick sehen sie ja aus, ne, diese Solarzellen, ne? Ja. Achso, jetzt brauchen wir gar nicht mehr.
So. Sieht richtig solarisch aus, muss ich sagen. Kommst, wenn du runter, kommst du runter? Aber wenn du die symmetrisch angebaut hättest. Das war aus der Position echt schwierig mit Springen und Machen und Tun. So was. Aber warte mal, soll ich hier nebenan vielleicht noch einen Block bauen? Dann könnten wir hier 4 Solarzellen dran packen, weißt du, so als Dach. Ah. Ich baue doch mal eben einen Block dran und dann baue ich die, montiere ich die eine Solarzelle nochmal wieder um, okay? Wie du magst. Wir produzieren momentan Plus. Das ist das einzige Wichtige, was wir machen müssen. Dass wir Strom haben. Strukturelle Integrität oder sowas? Ja. Also, bei den Strukturen selber weiß ich es jetzt nicht. Ich glaube, das kannst du nach Gusto bauen. Okay. Warte mal, dann demontiere ich diese mal okay. eben wieder. Also unser Assembler funktioniert schon mal. Das heißt. Okay. Wenn ich jetzt mal so sage, wir brauchen zum Beispiel Munition. Ah, ne, Hydrogen. Ah, eine Hydrogen-Bottle, ja. Nickel, Silber und Eisen brauchen wir dafür. So, und jetzt muss ich mal eben drehen. Aber das ist, glaube ich, nur eine Leere. Okay, pass auf, da müssen wir auf jeden Fall was tun. Nein. Was? Ah, so, ja, sehr schön. Das funktioniert. Und jetzt muss ich noch auf die Seite. Mal gucken, kriege ich da was ran oder stehe ich mich zu doof an? Nein, 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 nein. So, doch, ne? Ja. Kann ich jetzt über dieses Gerüst schon rübergehen, was hier noch nicht ausgefüllt ist, oder breche mir die Beine? Falle ich da durch? Kannst du wunderbar. Geht 1A. Wirklich. Alles klar. Wirklich. Ja, vorsichtig rangetastet habe. Wirklich geht. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre da. Das geht so. So. Türe. Tür. Ah. Sliding Door wollen wir auf jeden Fall. Wenn sonst nichts geht, aber eine Sliding Door muss hin. Das ist muss ab, das ist falsch rum, glaube ich, ja. Nanu? Wow! Die kommen aber auch. So nicht! Kommst du klar? Ja, freilich. Die Jungs haben, ich habe die gestapelt, ja. Dann werden wir uns heute Abend ein Süppchen draus machen. Da liegt noch einer. Entfernen, Bild ab, Bild auf. Deswegen baue ich gerade hier so die erste Barrikade rein, weil ansonsten, weiß ich nicht, ich fühle mich ein bisschen unsicher gerade. Nee, Moment, so ist es nicht. So, glaube ich, war das. Das ist nicht ganz richtig. So, und jetzt, ja, aber die war doch eigentlich richtig. Motor. Mann, das, so, ich weiß gar nicht mehr. Und jetzt Bild auf und einfügen. Ach, das ist ja eine interessante. Mal entfernen und Bild ab. Und das ist Position 1 und Ende. Aha. So, weil Tür ist dann. Just Sekunde. Was? Was drücke ich denn jetzt? Bild auf, ne? Mhm. Nee. Nicht? Ich krieg die nicht nach oben gesetzt. Die setzt sich immer unten ran. So. Ich weiß nicht, ob die so rum richtig ist. Also, weil, mein Lieber, wir haben es jetzt zumindest technisch mal. Soweit, dass unsere Base halbwegs umfasst ist. Die ist schon wieder falsch, ja. Die würde schon wieder falsch rumsitzen. Ich will die, so haben wir die anderen. Warte mal, ich krieg das nicht hin gerade. Alle anderen waren leicht zu setzen, aber die kriege ich gerade nicht hin. Ja, ich sage ja, ich hatte auch ein bisschen Probleme, deswegen habe ich sie einfach so hingebaut. So, jetzt müsste ich die einfach mal drehen. Und zwar ist es doch immer entfernen. Okay, was brauchen wir? Kurz überlegt, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Raffinerie. Ist ja merkwürdig. Ja, ersetzt die nicht so, wie ich die will. Raffinerie, weil ansonsten können wir das ganze Zeug nicht verarbeiten. Ach, die habe ich mir schon reingesetzt, okay. Und eine Raffinerie hat die Eigenheit und Angewohnheit, dass sie extrem groß ist. Ja, das aber ist wir haben Problem. Noch Platz hier, oder? Die muss in unserer Basis stehen wahrscheinlich, ja die Raffinerie. Ich baue eine neue. Wir müssen die Batterie umbauen. Das funktioniert so nicht.
Ich komme da jetzt mal runter, guck mal an, was du da überhaupt alles gebaut hast. So, wir haben die Baugeschwindigkeit jetzt immer noch nicht verändert, weil dafür müssten wir uns ausloggen und das trauen wir uns nicht. Genau. So. Bis das alte Schiff abgebaut ist. Herstellungskomponente, das meiste Zeug haben wir noch. Herstellungskomponente hatten doch auch, ja, genau. Ich versuch's jetzt mal so weit wie möglich zu bauen, bevor ich die andere abreiß. Ich habe so ein richtiges Schweißgerätgeruch in der Nase gerade. So, wir brauchen noch Solarzellen. Habe ich hier welche liegen lassen? Ich schau mal gerade, ob ich innen drin Energiezellen finde irgendwo. Ah ja, da. Oh, ich dachte, wir hätten Hunde im Haus. Ich habe die Tür jetzt gerade mal aufgelassen, weil ich hier wahrscheinlich noch ein paar Mal rauf und runter laufen muss. Die Tür? Bis ich es geschafft habe, da durchzuspringen. Oh, apropos, da fällt mir gerade was ein. Siehst du die Sonne gerade? Geht unter, ja? Ja, schon ein bisschen. Oh, ja. Mist. Das bedeutet, dass die auch wahrscheinlich recht lange Nacht haben werden, was? Ich denke, dass die Nacht auf jeden Fall eine Zeit in Anspruch nehmen wird. Können wir vielleicht nochmal gucken, ob wir das umstellen dann. Ja, müssen wir mal gucken. Also das bin ich jetzt noch relativ offen. Ich habe Metallabfall ganz viel dabei. Wie, warum? Warum schleppst du Abfall mit dir rum? Ich weiß doch nicht, ich mag sie einfach so gern. Ich habe allgemein so viel, ich muss unten mal ablegen. Und wir sollten vielleicht mal ein Licht oder sowas dann aufbauen. Ja, sag mal, ich komme hier gar nicht mehr hoch, ne? Oder? Ah doch, geht gerade so. Springen kann man wirklich nicht weit in dem Spiel hier, ne? Warte mal, die Waffe sollte ich vielleicht nicht weglegen, jetzt gerade auf die Nacht hin. Im Übrigen, ich habe was rausgefunden gerade. Ja? Im Rahmen unserer Wolfsplage, wenn du hier hochgehst und nach rechts läufst, kannst du viel leichter auf das Ding drauf. Ist mir gerade so aufgefallen. Aha, okay, ja, hab gut. Habe ich gerade festgestellt. So, mal gucken, ob ich jetzt den letzten hier rankriege oder nicht. So, nehmen wir das nochmal mit. So, und jetzt bitte einmal drehen. Er will mich doch trollen. Das Spiel will mich doch trollen. Warum denn? Das weiß ich nicht. Sie machen es halt so gerne. Ach so. Das Spiel trollt mich. Ohne Scheiß. Ich kriege das Ding hier nicht dran, so wie ich will. Dann machen wir jetzt Folgendes. Dann schalte ich den jetzt, Discharge. Komm, machen wir mal. Weg hier. Maximal gespeicherte Energie. Fünf. Ist der jetzt entladen und ist der jetzt geladen? Jetzt die große Preisfrage. Gespeicherte Energie, der ist jetzt geladen. Ah, super, dann kann ich den jetzt abreißen. Vielleicht, wenn ich mich ducke oder so. Schwer ist doch nicht. So, well, es wird. Spürst du schon, wie es vibrierend quasi jetzt alles läuft? Nee. Gut. Ja, die Solarzelle, wir haben jetzt drei und dabei bleibt es jetzt auch erstmal fertig. So. Ich will mir fipsiges Ding da. Ärgere ich mich doch jetzt nicht mit rum. So schaut's okay. aus. So. Ich will mal gucken, was kann ich denn, was können wir denn mal so. Ich will eine Lampe bauen. Darf ich eine Lampe bauen? Na klar, wenn du magst. Okay. So. Die Lampe ist deins. Quasi. Wo finde ich die denn? Cockpitblöcke, gepanzerte Blöcke, Energieblöcke, Batterie, Reaktor, Solarzelle, Produktionsblöcke, kleine Blöcke. Ja, wo ist denn hier Licht? Gib doch einfach oben mal Licht ein. Ja, mache ich jetzt gerade auch. Licht, Lichtbogenofen? Nein, das ist es nicht. So. Unknown Signal, 2,8 Kilometer, T-14 Minuten. Ich habe hier künstliche Masse, wenn ich Licht eingebe. Well, da kommt irgendwas ja, Unknown Signal her. Das kommt doch nicht auf uns zu, oder? Weiß ich nicht. Nein, das ist es weg. Keine Sorge, da passiert schon nichts. Es geht hinten am Horizont unter. Ich meine, da stand T-3, 2 und dann... Da spricht er mir für Ankunft, ne? Ja. Light. Vorne also wir sind auf jeden Fall jetzt halbwegs sicher hier drin. Das ist ja schon mal was. Für die Nacht ist das jetzt schon mal unser Deal.
So, die Refinery. Also Lichter sehe ich hier nicht. Weder unter Licht noch unter Light. Wie mag es denn heißen? Bist du oben auf alle Blöcke? Schon, oder? Ja, bin ich, ja. Spot? Nee. Oh, Spot habe ich nicht versucht. Warte mal, Energieblöcke war es nicht. Ich schau da mal durch. Künstliche Masse, Lichtbogen finde ich hier nur Höhen. Oh, das ist wieder was anderes. Aber da hattest du nicht drauf reagiert, was es sein könnte. Lichtbogenofen, das ist glaube ich so ein Erzverarbeitungsofen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, ich denke auch. Aber Lampen, Antenne, Innenbeleuchtung heißt das Ding. Och komm, echt? Doch, kein Scheiß. Ja, Tatsache, Innenbeleuchtung, alles klar. Gibt's da, das muss ich mir dann immer wieder in den Gürtel ziehen und dann kann ich es erst, okay. Ja. Also gibt es auch keinen einfacheren Weg. Ne? Nein. Herstellungskomponente. Okay, wie kann ich mir einzelne Herstellungskomponenten in den Rucksack ziehen? Geht auch nur über Rechtsklick und dann muss ich immer die Menge eingeben, ne? Oder? Ja, oder über Steuerung und Umschalt kannst du mehr ins Inventar ziehen. Oh. Well, das ist ein Doppelmond, der da aufgeht. Wo? Da hinten. Wo denn? Da. Schau mal. Wo bist du denn? Da, wo ich hinschaue. Ach da. So, wo ist der? Warte, wir können auch hier rauf gehen. Hier ist schöner. Ich sehe einen Mond. Na, und da unten drunter ein kleiner. Ein Babymond. Wo? Da unten drunter. Nee. Siehst du den nicht? Was hast du denn für eine Sichtweite? Nee, die Maximum. Ich eigentlich auch, aber nee. Also so leicht unten links so ein ganz kleines Ei, was noch dran hängt. Nee, auch. Hängt ihr direkt an dem Mond dran? Ein bisschen unten links davon. So, ich würde mal schätzen, 5,6 Millionen Kilometer davon entfernt. Nee, grob. Also nee, nein, nee. Also bestenfalls, wenn der da vielleicht einen kleinen Pickel... Nee, das ist im Prinzip, siehst du gar nicht. Da ist so richtig so eine helle Kugel. Aber ich habe ja auch einen Fensterrahmen hier unten, den du nicht hast irgendwie. Ja, das ist immer noch seltsam, den müssen wir vielleicht mal abbauen. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, genau. Wir wollten das Ding noch oben abbauen, weil das stört mich gerade. Ich mache jetzt erstmal, wir haben überhaupt gar kein Dach, ne? Nichts. So. Nichts. Augenblick. Das ist uns egal. Ich mach, pass auf, daneben wird ja wahrscheinlich nichts kommen. Egal. Was ist denn das hier überhaupt? So, jetzt warte mal, wir brauchen noch ein Conveyor-Netz. Das heißt, hier kommt man nicht mehr durch danach. Shit. Das habe ich mir nicht überlegt. Aber ist egal, wir brauchen das Zeug halt. Gebogene Blöcke. Förderband, Förderleitung, das brauchen wir. Okay. Ehrlich, ich komme da jetzt nicht hoch. Unglaublich, ey. Fünf? Sekunde. Interne Panzerung. So, wo ist die interne Panzerung? Ich will es doch nicht hinsetzen. So. Wie kann ich das eigentlich umschalten, wenn ich so einen Block setzen möchte, dass ich dann lieber eine Rampe kriege? Mit welcher Taste? Mausrad. Ach. Okay. Mausrad. Ja. Rad de Maus. Ist aber auch ein bisschen schwierig zu sehen dann. Ne? Ja, ein bisschen. Also bist du, da muss man ein Feeling für kriegen, glaube ich. Also ich hab's immer noch nicht. So, well, ich habe die erste Leitung gelegt. Herstellungskomponente. So, okay. Mal hin. Stahlrohr. Alles klar. Bringt ja auch nicht so viel Licht, ne? Vielleicht kann ich die heller machen. Kannst du heller machen. Also da kann man richtig ran rumspielen. F? Nee, mit F komme ich da nicht ran. Wie komme ich denn da ran? Okay, der erste Conveyor liegt. Ach, muss ich da drüber machen, ne? Ah, okay. Farbe, Radius, alles klar. Ah. Sag mal Bescheid, wenn hier gut ist. Ich mach mal, kannst du mal gucken? Warte, Sekunde. Ich brauche noch interne Panzerung. Oh no. Wir haben wieder keine. Wir sollen einfach mal umdrehen hier. Okay, gib Gas. Lass mir Bescheid, wenn es hell ist. Mehr. Intensität kann ich einstellen. Vollgas. Yes. Noch ein bisschen. Schlückchen. Das ist ein bisschen klein alles, Well. Hast du eigentlich mal den Himmel angeguckt? Den Sternenhimmel? Oh, im Wellblau? Nee, das ist noch nicht... So. Ist noch nicht Wellblau? Oh, mach mal auf... Ah. Ich mach mal... Ah. Ach komm, wir machen es mal gemütlich. So. In Rot. In so, Rot gleich? Wo denn? Ja, warum nicht? Nee, mach mal. Zack. Ist ja lustig hier.
Aber, mein lieber Will, es tut mir immer extrem leid an dieser Stelle, wenn ich immer mit derselben Leier kommen muss. Aber wir sind am Ende. Das ist schon wieder vorbei. Doch, es geht so schnell. So schnell. Aber ich möchte noch eine Sache fertig machen. Und zwar hier den letzten Bogen. Denn wir sind angeschlossen, Will. Die Grundgeräte funktionieren optimal. So, okay, mal erst erzähl mir mal, komm, wir sind bei 20 Minuten. Ich will mal ganz kurz mal eben gucken, das wollte ich die ganze Folge nämlich. Also, das ist unser Cargo-Container. Cargo, genau. Drüber so, ist ein Conveyor, ein ganz stinknormaler Conveyor, also ein Förderband. Der führt das dann hier rüber in dieses große Ding. Genau, das ist die Raffinerie. Da können wir Grundrohstoffe quasi... ne? Oder so. Zum Beispiel, also wir können alle Grundrohstoffe da in... weiterführende Rohstoffe produzieren, die dann über die Rohrleitung wieder hochgehen und nicht in den Cargo, sondern höher in dieses querliegende Ding da oben. Das ist unser Montageband. Über welche? Da oben quasi. Da, über dem Conveyor. Erstens Cargo, ja. Conveyor und direkt drüber liegt noch so ein Ding, zwei Felder quer. Das ist unsere Montageanlage. Da bauen wir das ganze Zeug, was wir jetzt zum Bauen brauchen. Aber der ist doch nicht direkt mit der Raffinerie verbunden, sondern auch nur mit dem Cargo-Container. Der ist mit dem Conveyor-Netz verbunden und alles, was am Conveyor-Netz hier jetzt dranhängt. Ach so, okay, alles, was direkt dranhängt, wird versorgt und alles klar. Genau, okay. Aber du musst es halt dann über Rohrleitungen zum Beispiel anschließen. Das wird dann extrem aufwendig, wenn du das Schiffe baust und so weiter. Dann brauchen die auch zum Beispiel für die Waffenzuführungen, damit du einfach nur die Munition in den Cargo reinlegen kannst. Aber an die Raffinerie kann man jetzt ja so nicht ran und irgendwie sagen, was sie tun soll, oder? Das ist relativ easy. Die Raffinerie, wenn du jetzt geh mal in den Cargo und geh mal oben auf Produktion. Aha, ja. Montageanlage, ja, Baupläne. Genau, ich könnte jetzt zum Beispiel auch Magnesium mal ganz kurz in die Raffinerie reinlegen, aber das mag er jetzt gerade nicht, weil es wahrscheinlich zu wenig ist. Aber wir können halt momentan noch nichts bauen, weil wir von zu wenig Eisenbarren und so weiter haben. Achso, ich würde dann aus dem Cargo-Container erstmal das Magnesium runterziehen auf die Raffinerie unten. Wenn es genug ist dann, ja. Das ist momentan einfach zu wenig. Wir könnten unten in den Auslass legen, was jetzt aber Quatsch ist. habe ich aber eben gesehen. Okay. Genau. Jeder Gegenstand akzeptiert von Raffinerie kann da reingezogen werden. Also in der Regel Eisenerz oder sowas schmeißt er da rein, dann werden Barren draus und die können dann in der Montageanlage fahren. Barren sind da unten auch schon welche drin irgendwo. Also wie gesagt, der wandelt die dann automatisch in Barren um. Genau, und die werden in der Montageanlage dann zum Beispiel zu Stahlplatte weiterverarbeitet. Wenn du dann beauftragst, ne? Stahlplatte, dann wird das Gerät... Das würde ich dann über Produktion würde ich das dann machen und dann sagen... In dem Fall hat er doch mal Panzerglas und dann holt er sich aus der Raffinerie die fertigen Siliziumhalbleiter, die er da irgendwie eingeschmolzen hat. Wenn du jetzt reinguckst in die Raffinerie, da liegen auch 76,8 Eisenbarren drin. Die wurden schon verarbeitet. Das war der Metallschrott, den ich habe ich irgendwann mal in einer ruhigen Minute da reingeworfen. Ich kann das, glaube ich, auch demonstrieren. Und zwar, okay, also wenn wir jetzt noch dazu Silizium hätten, dann könnte man auch eine Anzeigetafel zum Beispiel bauen. So, pass auf, ich habe doch hier interne Panzerung, könnte man doch jetzt bauen aus den Eisenbarren. Warte, ich hau mal schnell Metallabfall rein. Jetzt hörst du, wie das Ding hochfährt und verarbeitet ganz viel Eisen. Und das war's jetzt, das geht so schnell, das ist jetzt haben wir 261 Eisenbarren. Warte mal, lass mich mal eben kurz versuchen, ich will mal eben ganz kurz... interne Panzerung, warte mal. Könnte ich jetzt anklicken? Ah, jetzt ist eins in der Produktionswarteschlange. Mhm. Das ist auf der linken Seite rot immer angezeigt. Ist das nur optisch oder? Rot heißt normalerweise, was willst du bauen? Ich habe jetzt eine interne Panzerung gebaut, haben wir auch gerade fertig, nur mal testweise. Genau, aber ich glaube, wenn du zu viel, also jetzt momentan sehe ich, dass überall fehlt irgendwas. Nee, bei interner Panzerung nicht, das sind nur Eisenbarren. Warte kurz, ich suche gerade die interne Panzerung. Da steht erforderlich 117 oder 1,17 und verfügbar 0. Aber 0 stimmt ja gar nicht. Hier, pass auf, siehst du? Er baut ja welche. Wahrscheinlich ist das verfügbar, stopp mal. Ja, ich sehe es gerade. Kannst du das wieder abbrechen? Du stellst gerade unheimlich viele Sachen her. Ja. Brichst du es ab oder? Ich kann es gerade nicht abbrechen, warte mal. Wo war es denn? Raffinerie aus. Ja, okay, jetzt haben wir schon 80 interne Panzerungen irgendwie so. Nee, du hast gerade neue reingeschmissen. Nee, ich habe eigentlich alles eisenmäßig rausgenommen. Wo zieht denn der das Eisen her?
Ach, von unten, jetzt habe ich es. Entschuldigung. So, okay. Ja, logisch. Ich wollte dir das gerade erklären, irgendwo so, was er da macht und warum er es macht. So, jetzt habe ich die. Aber die ich finde es lustig, dass ich dir das jetzt gerade erklären muss. Der Grund wird wahrscheinlich sein, du kannst natürlich auch die Materialien direkt schon in die Montageanlage reinschmeißen. Genau. Und dann sind die natürlich dann nicht mehr rot. Weiter. Und das wollte ich jetzt eigentlich ausprobiert haben, ob meine Theorie richtig ist. Kann ich jetzt aber nicht, weil du ja schon alles verpfeffert hast. Nee, ist noch verfügbar. Aber ich schmeiß mal die Eisenbahn eben rein. Ah ja, jetzt. Wenn du jetzt mal in Produktion reinguckst, dann ist es weiß, weil es da direkt drin liegt. Genau. Musst du okay, aber nicht drinnen klar. haben, kannst du machen, weil der zieht es aus dem gesamten Conveyor-Netz raus. Genau, eben. Finde ich eine coole Sache. Das ist sehr angenehm, ja. Selbst kapiert und ich konnte ja auch noch was erklären. Nein, du wusstest das natürlich irgendwie, aber du kannst ja nicht gleich immer alles auf dem Plan haben irgendwie. Ja, nee, aber das ist schon eine coole Mechanik, muss ja, ich sagen. Ich finde das so angenehm. So gar nicht, sag ich mal, ne? Ja, ich finde es so angenehm, weil du halt, wenn du große Conveyor-Netze baust, in großen Schiffen macht es vor allen Dingen einen ganz, ganz großen Unterschied. Weil du musst halt nicht 100 Kilometer rennen, um mal zu einem Cargo-Container zu kommen. Ah, Taschenlampe, hier. Siehst du das eigentlich, dass die leuchtet bei mir oder so? Ja, ich sehe das. Siehst du Lichtschein auf dem Boden? Ja, das ist dein Helmleuchte. Schaut cool aus. Ja, also siehst du das, dass ich jetzt auf dem Boden leuchte hier vor mir? Das sehe ich. Schau mal. Du siehst auch das Licht, ja? Schau. Ah. Ja, das war in Imperium ja nicht wirklich so, weißt du? Nee, das ging auch bei Space Engineers lange Zeit nicht. Hm. Also es ging wirklich lange Zeit hier auch nicht, aber ich bin froh, dass es jetzt endlich geht, weil das macht die Sache noch viel, viel einfacher. Ja. Ja, cool. Also das sieht echt nach viel Spaß aus, was man hier das ist so. Vor allem, du kannst halt so geile Sachen mitbauen. Aber ich hab und es sieht auch cool aus, vor allem auch mit dem Himmel da. Den ja. Toll, irgendwie so. Das ist halt, und das ist alles ungemoddet. Du kannst ja noch, das Spiel lebt ja quasi vom Modding. Und da ist ja noch so, so viel, was wir im Prinzip noch nicht gemacht haben. Es gibt ja da, du kannst ja dann auch noch ins große Modding-Geschäft einsteigen. Und ich sag jetzt mal, von Teleportern bis zu Stasefeldern kannst du ja wirklich jeden Mist da einbauen. Also das ist wirklich noch viel, viel drin, was wir einfach noch gar nicht auf dem Plan haben. So, und jetzt ist die Boje da, Val. Das zum Abschluss für heute. Wow, fettes Ding. Was ist denn das? Das ist eine Boje, die erzeugt quasi so, das Signal. Achso, das ist Wiederfinden, das ist Wiederfinden. Genau, das ist die, die ZVF-Boje, ist das jetzt in dem Fall. Und die sagt uns, warum hier ist zu Hause. Warum habe ich eigentlich überhaupt Lampen gebaut, wenn du dieses fette Ding da aufstellst? Ja, so. Ich wusste ja nicht, dass ich es heute noch fertig baue. Ja, okay. Komme ich da eigentlich durch? Ja, aber Licht haben wir jetzt auch schon mal wenigstens ein bisschen. Das ist cool. Ich freue mich auf die nächste Folge. Oh, Val, das schau mal. Den violetten Himmel hier an. Ja. Das ist mega. Oh, Wölfe. Wollen wir sie reinlassen? Wow, Val, die kommt rüber. Wie kommen die denn da rüber? Ich weiß es nicht. Knall sie ab. So geht das natürlich nicht. Rüdiger, bist du's? Weißt du, die kommen hier rein und aber so. Aber die bringen uns wenigstens Zeug. Was ist immer wie, schon wieder die Krake? Was denn? Ist so? Weißt du, ich loote den und guck mal rein und will erstmal den Tooltip durchlesen, was da denn Schönes dabei hat. Schwupps weg. Ich weiß doch auch nicht, was du damit sagen möchtest. Aber was richtig geil ist, wir werden nie wieder auf den anderen warten müssen, weil irgendwelche Konstrukturen belegt sind. Oh ja, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie cool das ist, dass es einfach simultan auch funktionieren kann. Und, richtig. Das geil. Sind so, das sind diese kleinen Details, weißt du, die einfach das Spiel so angenehm machen. Aber die haben natürlich auch. Die haben da sicherlich auch ein ganzes Weilchen für gebraucht und ja, wobei das mit den tatsächlich das mit den Parallelzugriffen, das ging ganz am Anfang schon. Ja, okay. Ja, wie gesagt, wenn du es von vornherein gleich planst, dann nachträglich einzubauen, ist dann vielleicht immer wieder nicht trivial. Ne? Also, ich wollte noch ganz kurz zum Abschluss sagen, wir haben jetzt viel, viel mehr an der Elektrizität dran, als wir bisher hatten. Die Batterie hält im Augenblick noch, wenn wir jetzt nichts laufen haben, also die Geräte brauchen auch mehr Strom bei Betrieb, hält unsere Basis momentan für 7 Tage den Saft. Wenn jetzt 7 Tage Regen wäre und keine Solarzellen mehr, dann würden wir jetzt 7 Tage so leben können, ja? Genau. Okay, und also, tagsüber lädt sie sich ja sowieso wieder auf. Dafür haben wir die Dinger ja da oben drauf. Wir müssten halt bloß mal überlegen, ob wir mehr Batterien hier reinstellen. Dass wir sagen, okay, eine Batterie ist auf Dauer jetzt vielleicht ein bisschen schwach auf der Brust. Ja, das alte Schiff hatte ja auch 4 Stück oder 3. Ne? Ja gut, aber das hat ja auch die Triebwerke versorgt damit zum Teil, ne? Ja, auch wer weiß, was hier noch anmontieren. Ja, okay. Ja, so. Apropos Triebwerke, die müssen wir auch abbauen. Ha!
So. Wir verabschieden uns. Du hast ja auch nicht mehr so lange Zeit. Nein, das war schrecklich. Okay, so, dann sagen Bis zum wir nächsten tschüss. Mal. Tschüss. Tschüss.